Kennst du das, wenn dein Oberrücken total verspannt ist und wehtut? Mit welcher einfachen Übung du das schnell in den Griff bekommst, zeigen wir dir jetzt. Ich zeige dir jetzt direkt die Übung. Am besten du machst sofort mit, denn ich verspreche dir, danach wirst du dich sofort besser fühlen. Der Rücken wird sofort entspannter sein. Wir gehen gleich in die Bauchlage. Wenn wir das getan haben, kreuzt du die Arme vor der Brust. Ist erstmal egal, welcher Arm oben ist, kommen beide dran. Die Handflächen drehen wir nach oben. Wir schieben so weit als möglich raus. Sieht dann in Bauchlage so aus. Arme sind übereinander, in Kontakt. Ich schiebe sie nach und nach nach außen. Und dann wollen wir, bildlich gesprochen, den Berg erklimmen, gehen auf die Fußspitzen und schieben uns nach vorne. Ja, ich weiß, ihr Damen habt unter Umständen ein etwas anderes Platzangebot als wir Männer. Aber erfahrungsgemäß geht es trotzdem und die Übung funktioniert auch für die Ladies. So, also wir schieben uns jetzt nach vorne in die Dehnung hinein. Schieb dich nicht zu weit, also nicht über den Gipfel des Berges hinaus, auch nicht zu wenig. Da, wo du die meiste Dehnung spürst, dort bist du richtig. Dann lass los im Nacken. Bestenfalls kannst du die Stirn ablegen, überstreck auch gerne die Füße. Und jetzt atmen wir tief und regelmäßig. Am besten du schließt die Augen, spürst hin und atmest dorthin, wo du die meiste Dehnung spürst. Das dürfte bei den Schultern sein, zwischen den Schulterblättern oder eben zentral im oberen Rücken. Und mit der Ausatmung lass dort los. Und das Ganze machst du 2 Minuten. Du bleibst 2 Minuten in der Position. Es kann sein, dass deine Finger anfangen zu bitzeln, dass dir die Arme ein bisschen einschlafen. Das ist nicht schlimm, das vergeht ganz schnell wieder. Dann unbedingt noch andersherum, also den anderen Arm nach oben nehmen, nochmal neu die Position suchen. Das wird sich durchaus unterschiedlich anfühlen. Es ist ein bisschen asymmetrisch, aber das ist völlig okay. Und wenn du da dann auch nochmal 2 Minuten verbracht hast, drehst du dich in die Richtung, in die du dich eben rausdrehen kannst. Raus in die Rückenlage, streckst die Beine aus. Als Belohnung für diese durchaus ordentlich ziehende Übung legst du die Arme dann zu den Seiten weg, schließt nochmal die Augen, atmest nochmal tief und regelmäßig und entspannst nochmal schön in der Rückenlage. So, wenn du das gemacht hast, 2 Minuten plus 1 Minute entspannen, dann schreib mir unbedingt, wie es sich anfühlt. Gib gerne ein Däumchen nach oben und ich sage bis zum nächsten Mal.